Weil sie alt genug sind, alles zu teilen. Erinnern Sie sich noch an diesen Werbeslogan? Der warb mal für Schoko-Toffees. Aber er könnte auch gut für etwas Wichtigeres stehen. Für das Teilen von Autos nämlich. Denn es ist ja eigentlich Quatsch, wenn sich jeder ein Auto zulegt, obwohl so ein Fahrzeug ja die meiste Zeit ein Stehzeug ist. Auch wenn es rumsteht, fallen ja immer Kosten an. Für Steuern, für Versicherungen, Garage, Parkgebühren und so weiter. Carsharing macht die Sache billiger. Und das muss nicht immer eine kommerzielle Sache sein. Das geht auch ganz privat. All diese Menschen möchten mit Alinas Stadtflitzer fahren. Dürfen sie. Doch halt, nicht alle gleichzeitig. Heute trifft sich Alina erstmal mit Roman. Er besitzt kein Auto, braucht aber eines zum Einkaufen. Deshalb leiht ihm die Studentin ihr Auto und bekommt für 4 Stunden 10 Euro. Gefunden haben sich die beiden über die Plattform Tamaika. Das steht für Take My Car, also nimm mein Auto. Tamaika ist Deutschlands erste und größte Plattform für privates Carsharing. Und was das heißt, ist, dass da Autobesitzer ihr Fahrzeug online stellen können und andere Leute dieses Fahrzeug dann über unsere Plattform bekommen können und damit individuell mobil sein. Die 6 Jungunternehmer aus Aachen und Hamburg stecken viel Zeit und Grips in ihr kleines Startup. Wir wollen was verändern im Bewusstsein der Menschen, denn es geht vielmehr darum, nicht mehr alles besitzen zu müssen, sondern etwas zu teilen und etwas zu nutzen. Und da findet momentan so eine Änderung in der Gesellschaft statt. Und wir wollen dazu beitragen, dass diese Änderung tatsächlich auch umgesetzt werden kann. Alina kann selbst bestimmen, wie hoch ihre Leihgebühr ist. 7,50 Euro zahlt der Mieter an Tamaika. Wer Alinas Wagen haben möchte, füllt mit ihr ein detailliertes Übergabeprotokoll aus. Zustand des Wagens, Kilometerstand, Uhrzeiten, Führerscheinnummer, alles wird festgehalten. Erst dann gibt's den Schlüssel. Ich kann neue Leute kennenlernen, ich kann ein bisschen meine Geldbörse ein bisschen aufpolstern. Auch für Leier wie Roman hat das Private Carsharing große Vorteile, zum Beispiel geringe Kosten. Aber es geht um mehr. Es ist einfach die vernünftigste Art und Weise, seinen Besitz zu teilen, wenn man es einfach an andere Privatpersonen weitergibt. Da könnte man sich im Allgemeinen eine Scheibe dran abschneiden, finde ich. Angst um ihr Auto hat Alina nicht. Sie wählt schon bei den Anfragen über die Plattform aus. Wer mehr als 200 Kilometer fahren möchte oder ihr unsympathisch ist, wird abgelehnt. Aber wer zahlt, wenn was schief geht? Für den Fall hat eine große Versicherung mit Tamaika ein neues Angebot entwickelt. Neben dem Haftpflichtversicherungsschutz, der erstmal vom Besitzer getragen wird, setzen wir einen Vollkaskoversicherungsschutz obendrauf. Und damit eben diese Haftpflichtversicherung, falls es im schlimmsten Falle dazu kommt, dass sie leisten muss, nicht irgendwie angegriffen wird, haben wir einen Schadensfreiheitsrabatt-Rückstufungsschutz. Schadensfreiheitsrabatt-Rückstufungsschutz? Kurz Rabattretter. Das heißt, an dem privaten Rabatt, den der Besitzer hat, wird sich nichts ändern, weil auch das durch unsere Versicherung ausgeglichen wird. Im Schadensfall besteht also Vollkaskoschutz. Die Kosten für eine Hochstufung werden übernommen. Für den Mieter bleibt eine Eigenbeteiligung von 450 Euro. Das Versicherungskonzept ist der Knackpunkt beim privaten Carsharing. Das wissen auch die Leute von Nachbarschaftsauto.de. Sie vermitteln in Berlin auf ihrer Plattform Privatautos, die man mieten kann und die um die Ecke stehen. Bei ihrem Modell bleibt die eigentliche Haftpflichtversicherung des Vermieters völlig unberührt. Die Zusatzversicherung übernimmt komplett die Schadensabwechslung, wie Sie das von Ihrer Versicherung gewöhnt sind. Das heißt, Sie rufen einfach nur bei der Zusatzversicherung an. Die regelt das genauso, wie sie sonst auch Schäden regeln würde. Wenn die eigentliche Versicherung im Schadensfall außen vor bleibt, droht auch keine Hochstufung für den Vermieter. Der Bund der Versicherten hat das Versicherungsmodell für Markt unter die Lupe genommen. Hier herrscht Skepsis. Ich muss grundsätzlich jeden Unfall sofort melden, wenn möglicherweise Schadensersatzansprüche gegen mich gerichtet gestellt werden können. Das betrifft sowohl die Pflichtversicherung, die ich auf meinen Namen abgeschlossen habe, wie aber auch die der Autoverleiher. Das bedeutet also, in dem Moment, wo ich einen Schaden habe, ich muss beide Versicherungen informieren. Wir haben bei der zuständigen Versicherung nachgefragt. Hier heißt es aber, beim Carsharing über Nachbarschaftsauto tritt die Zusatzversicherung des Fahrzeugleihers vorrangig für die Schäden ein. Das heißt, es reicht, wenn der Schaden uns gemeldet wird, da wir die Regulierung übernehmen. Also doch kein Meldezwang an die eigentliche Haftpflicht? Tatsächliche Erfahrungswerte fehlen noch. Spürbar ist, dass Neuland betreten wird. Und Risiken bleiben.
Nicht alle Mängel sind auf dem ersten Blick ersichtlich. Wenn es im Unterbodenbereich ist, ich bin auf einen Stein aufgefahren als Mieter, der Vermieter wird es nie sehen, der legt sich doch nicht unter das Auto. Das ist natürlich grundsätzlich ein Vertrauensthema. Ich gebe jemandem einen Gegenstand, mein Auto, zur Nutzung, aber das ist eigentlich ähnlich wie bei der Überlassung von Ferienbooten oder Ferienwohnungen, wo man natürlich auch einen Wertgegenstand jemand anders zur Nutzung überlässt. Deswegen empfehlen wir auch darauf zu achten, dass man ein gutes Gefühl hat beim Leier, sich im Zweifelsfall persönlich mit ihm zu unterhalten. Und außerdem haben wir ein Bewertungssystem auf der Plattform, was transparent macht, wenn das in der Vergangenheit sehr gut gelaufen ist mit jemandem. Wer nach einem abgesicherten Carsharing-Angebot sucht, bei dem er auf einen Fuhrpark zurückgreifen kann, wird bei dem neuen Projekt der großen Autobauer fündig. BMW steht mit DriveNow in den Startlöchern und Daimler ist seit April mit Car2Go in Hamburg unterwegs. Der Kunde registriert sich, bekommt ein Siegel auf den Führerschein und kann überall im Stadtgebiet auf einen der 300 Smarts zugreifen. Gefunden werden die Fahrzeuge über die Website oder das Smartphone. Abgestellt werden darf innerhalb eines Innenstadtrings. Abgerechnet wird minutengenau. In Ulm und in den USA wurde schon getestet. Nach entsprechendem Erfolg in den beiden Pilotstädten haben wir uns dazu entschlossen, Car2Go in den Markt einzuführen. Und wenn Sie so wollen, ist Hamburg jetzt die erste Stadt, wo wir das unter reinen Marktbedingungen betreiben. Und selbstverständlich gehen wir davon aus, dass es hier auch gewinnbringend betrieben werden kann. BMW möchte mit DriveNow in den nächsten 5 Jahren, nach eigenen Angaben, einen Umsatz in dreistelliger Millionenhöhe erreichen. Denn auch den großen Autobauern ist klar, in Zukunft können sie nicht mehr allein auf den Verkauf von immer mehr Autos setzen. Die Autobauer überlegen sich tatsächlich, wie sie diesem Trend zu mehr Nutzung statt Besitz begegnen können, indem sie sich möglicherweise offensiv an die Spitze stellen und selber solche Mobilitätskonzepte anbieten, um zu sehen, ob man mit diesen Konzepten tatsächlich am Ende Geld verdienen kann. Mit den kleinen privaten Carsharing-Unternehmen Tamaika und Nachbarschaftsauto lässt sich bisher kein Geld verdienen. Aber Alina und ein paar hundert andere Leute teilen sich heute schon ihre Autos. Nee, super, ganz alt. Ja. Prima, bin ich zufrieden. Okay. Und für sie geht's nicht nur ums Geld. Ja, die Umwelt freut sich auch. Und wenn das Auto kein Heiligtum ist, sondern Gebrauchsgegenstand, dann kann man es auch teilen.